anstatt hunderte bis tausend Euro in ein neues iPhone rein zu investieren, kann es sich auch durchaus lohnen, einfach das Ganze für viel weniger Geld gebraucht bzw. refurbished zu kaufen. Welche Fallen es da gibt und was du alles beachten solltest, das erfährst du jetzt hier in diesem Video und ich würde mal sagen, los geht's. Ich denke, es wird den meisten von uns so gehen, wenn wir mal die Preise uns anschauen von einem iPhone oder einem anderen Flagship-Handy, dann schlackern wir ganz schön mit den Ohren, das ist ganz schön viel. Ich meine, deswegen kaufen die meisten Leute auch kein Smartphone an sich, sondern holen sich das Ganze über einen Handytarif. Aber man kann natürlich auch einen ganz anderen Weg gehen und das Ganze gebraucht kaufen. Beziehungsweise, worum es heute wirklich gehen wird, um refurbished Produkte. Das ist nämlich ein bisschen was anderes. Bei refurbished Smartphones wurde nämlich das ganze Gerät nochmal general überholt und eine Qualitätssicherung betrieben. Das bedeutet, du kaufst nicht einfach irgendwie die Katze im Sack, sondern da waren schon Experten dran, haben geguckt, ist der Bildschirm in Ordnung, ist der Akku in Ordnung, haben das Ganze dann beurteilt und im Zweifelsfall dann auch Teile ausgetauscht. Das machen aber in der Regel jetzt keine Privatpersonen, sondern das sind verschiedene Plattformen, die halt Smartphones ankaufen, general überholen, dann teilweise auch eine Garantie dazu geben, da gehe ich später nochmal drauf ein, und vor allen Dingen das Smartphone dann zu einem wesentlich günstigeren Preis verkaufen, als wenn man sich das Ganze neu kaufen würde. Refurbished-Produkte liegen also ein bisschen zwischen gebrauchten Smartphones und neuen Smartphones, also irgendwie dazwischen. Es gibt zum Beispiel diese drei Plattformen hier, Backmarket, Rebuy und Swappy. Und hier tippen wir jetzt mal auf der Seite drauf und hier sieht man zum Beispiel auch diese drei verschiedenen Zustandsbeschreibungen. In der Regel gibt es jetzt hier keine absoluten Müll-Smartphones, aber sagen wir mal, ein gutes Smartphone ist schon ein bisschen abgenutzter als ein hervorragendes Smartphone. Aber diese Zustandsbeschreibungen, die können auch mal ein bisschen unterschiedlich sein. Aber wie man jetzt hier sieht, das macht natürlich ein bisschen auch was vom Preis her. Das hört sich total geil an. Warum kauft man nicht immer refurbished Produkte? Das sage ich euch jetzt im Video. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, sich über diesen Weg Smartphones zu kaufen, wenn ihr darauf achtet, dass ihr nicht in eine dieser 10 Fallen tappt. Deswegen habe ich die 10 Fallen, die größten Fallen, mal hier zusammengesammelt und euch ein paar Tipps gegeben, was ihr stattdessen machen könnt. Falle Nummer 1, ein Smartphone kaufen ohne Garantieanspruch. Es gibt einige Refurbished-Produkte, die nur eingeschränkten oder gar keinen Garantieanspruch haben und das kann ganz schön in die Hose gehen. Deswegen habe ich hier eine kleine Übersicht zu den Garantieansprüchen von Backmarket und den anderen Plattformen. Und das ist halt wirklich nicht ohne, wenn jetzt euer Smartphone einen Pixelfehler hat oder irgendwie der Akku am Arsch ist oder irgendwas anderes passiert, ja, und ihr habt gar keinen Garantieanspruch, dann seid ihr halt wirklich gearscht. Deswegen schaut auf jeden Fall, dass ihr einen möglichst hohen Garantieanspruch habt. Falle Nummer 2, Kauf bei einem Händler mit einer schlechten Bewertung. Wenn ihr bei einer Plattform oder einem speziellen Händler einkauft, dann solltet ihr auf jeden Fall schauen, wie das Ganze bewertet ist. Beispielsweise jetzt im Fall von Swappy könnt ihr das Ganze über Trustpilot machen. Bei eBay und Backmarket ist es ein bisschen anders. Da kann im Grunde jeder da seine Geräte anbieten. Da solltet ihr natürlich genau schauen, ist da wirklich dann auch eine gute Bewertung vorhanden. Ansonsten lieber woanders einkaufen. Falle Nummer 3. Du kaufst als Unternehmer oder Selbstständiger differenzbesteuerte Smartphones. Wenn du Unternehmer oder Selbstständiger bist, dann kann das große Schwierigkeiten geben, wenn du das Ganze von der Steuer absetzen willst. Das heißt, hier kann es sich lohnen, auf jeden Fall das Ganze über einen anderen Weg zu kaufen. Falle Nummer 4, ein Smartphone kaufen, ohne den Akkuzustand zu überprüfen. Das hier ist ein besonders wichtiger Tipp, weil der Akku tatsächlich so das größte Verschleißteil im Smartphone ist. Ganz konkret sollte die Akkugesundheit nicht unter 80% sein. Unter 80%, da empfiehlt Apple zumindest, den Akku austauschen zu lassen. Empfehlenswert ist auf jeden Fall einen Akkuzustand von mindestens 90% und interessanterweise kann man das auch auf dem Smartphone selber überprüfen. Dafür geht man einfach hier auf Batterie, Batteriezustand und jetzt sieht man hier maximale Kapazität 88%. Das heißt, ich bin jetzt noch mit diesem iPhone 11 noch ganz gut dran, aber
Das wäre jetzt schon ein Zustand, der nicht empfehlenswert wäre, wenn ihr das Ganze neu kauft. Wäre okay, jetzt aber nicht besonders toll. Wichtig hier ist also, guckt auf jeden Fall, wie der Akkuzustand ist von dem Smartphone, bevor ihr einfach die Katze im Sack kauft. Ihr könnt übrigens mal diese Nummer hier anrufen oder diese Kombination. Dann bekommt ihr bei vielen Android-Geräten auch euren Akkuzustand. Wenn ihr übrigens jetzt ein Smartphone gekauft habt und ihr wusstet vorher nicht, wie der Akkuzustand ist, ihr überprüft das und ihr seht, der Akkuzustand ist schlechter als gedacht, dann habt ihr ja das Rückgaberecht 14 Tage lang. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch wieder zurückschicken und euch dann woanders ein anderes Smartphone kaufen. Ist auf jeden Fall empfehlenswert, als sich dann mit einem schlechten Akku rumschlagen zu müssen. Falle Nummer 5. Du kaufst dir ein Gerät ohne CE-Kennzeichen. Das CE-Kennzeichen beschreibt, dass das Gerät den geltenden EU-Anforderungen entspricht. Streng genommen kann ein Gerät ohne CE-Kennzeichen nicht in der EU verwendet werden. Wobei die Polizei da jetzt nicht vorbeikommen wird bei dir, wenn du da kein CE-Kennzeichen drauf hast. Die Sache ist, ein iPhone 14 Pro, was für die USA produziert wurde, hat auch kein CE-Kennzeichen, auch wenn es im Grunde genau denselben Innenbau hat wie ein deutsches oder EU iPhone 14 Pro. Das ist für dich selber jetzt nicht unbedingt schlimm, wenn du das Gerät benutzt, weil du hast ja im Grunde das gleiche, den gleichen Inhalt, ne, dasselbe Hardware. Wenn du das iPhone aber später nochmal weiterverkaufen möchtest, dann wirst du durchaus mal ein Problem haben, weil die Händler wiederum darauf achten, ob das Gerät, was sie ankaufen, ein CE-Kennzeichen haben oder nicht. Muss übrigens nicht immer der Fall sein, aber ist meistens so. Falle Nummer 6. Du kaufst dir ein Gerät, das ohne Originalersatzteile aufgepäppelt worden ist. Wie anfangs gesagt, die Refurbished-Geräte, die können durchaus nochmal general überholt werden. Da können auch mal Displays ausgetauscht worden sein und so weiter. Das ist auch alles gut und schön. Es gibt aber hier jeweils natürlich Originalbauteile. Also sagen wir mal, beim iPhone natürlich Ersatzteile, die von Apple lizenziert sind oder die von Apple rausgegeben werden. Und es gibt einfach Drittanbieter, die durchaus eine weniger hohe Qualität haben. Es kann also sein, dass du dir ein ganz tolles Samsung Galaxy S22 kaufst, aber der Bildschirm irgendwie nicht wirklich reagiert oder die Kamera einfach total scheiße ist. Das kann angegeben sein beim Kauf. Es kann aber auch durchaus sein, dass da halt so ein bisschen geschummelt wird. Und dann kannst du denselben Trick wieder anwenden wie beim Akku. Du schaust nämlich einfach in den Einstellungen nach. Bei den Android-Geräten ist das immer ein bisschen unterschiedlich. Da sollte man einfach nochmal googeln. Generell ist es natürlich so, wenn du merkst, dass das Gerät irgendwie nicht deinen Anforderungen genügt, kannst du halt immer noch in den ersten 14 Tagen das Ganze wieder zurücksenden. Und das würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen. Also egal, ob ihr das jetzt nachweisen könnt oder nicht, ihr merkt ja, wenn jetzt, sagen wir mal, die Kamera schlechter ist, dass das vielleicht dann nicht euer Gerät ist, schickt es wieder zurück. Und dann habt ihr auch kein Problem. Kommen wir zur Falle Nummer 7 und da bleiben wir direkt beim Rückgaberecht, nämlich das Rückgaberecht nicht im Auge haben. Wie ich eben schon erwähnt habe, gibt es natürlich so das normale 14 Tage Rückgaberecht bei Online-Käufen. Bei Backmarket, Swappie und As Good As New gibt es sogar 30 Tage Rückgaberecht. Rebuy bietet 21 Tage an. Wenn du also erst nach 3 Wochen merkst, dass das Smartphone doch nicht so geil ist, wie du denkst, dann schau nochmal genauer nach. Vielleicht hast du auch ein bisschen mehr Zeit als die 14 Tage. Häufig werden bestimmte Produkte ein bisschen günstiger angeboten, weil halt das ganze Originalzubehör nicht mit dabei ist. Es kann natürlich auch durchaus sein, dass du einfach zum Beispiel Ladekabel oder sowas eh zu Hause hast, dann kannst du hier natürlich super sparen. Es kann aber auch durchaus sein, dass du einen Kabel benötigst und da nicht das Originalkabel beiliegt. Ich habe mir zum Beispiel mal eine refurbished Apple Watch gekauft. Dabei lag dann ein Aufladekabel von einem Drittanbieter, das einfach super langsam aufgeladen hat. In dem Fall musste ich dann schon ein bisschen Geld wieder in die Hand nehmen, damit ich dann ein vernünftiges Aufladekabel hatte. Sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Falle Nummer 9. Du kaufst dir ein gestohlenes Smartphone. Es kann halt durchaus sein, dass Smartphones geklaut werden und dann an einen Dritthändler weiterverschäbelt werden und dann kaufst du im Grunde Hehlerware und im Zweifelsfall muss das Ding dann irgendwann wieder rausrücken und generell gestohlene Sachen zu besitzen ist irgendwie kacke. Ob du ein gestohlenes Smartphone besitzt, kannst du überprüfen über die Seriennummer und der E-Mail. 2 Überprüfungsseiten dazu, zu Android und Apple haben wir mal in der Videobeschreibung verlinkt, da könnt ihr drauf gehen und schauen, ob ihr Hehlerware in der Hosentasche habt. Falle Nummer 10. Du kaufst dir ein Gerät, das nicht mehr mit Updates versorgt wird. Es gibt Hersteller,
Hersteller wie Sony, die ihre Smartphones für 2 Jahre lang mit Updates versorgen, und das bietet ein riesen Sicherheitsrisiko. Es ist nicht nur so, dass euer Smartphone dann nicht auf dem neuesten Stand ist, sondern natürlich auch Angriffsfläche bietet für Leute, die halt nicht so nett sind. Bei Google und Samsung ist es ein bisschen anders. Hier bekommt man 4 bis 5 Jahre lang Updates auf das Smartphone, und bei Apple ist es auch ungefähr 4 bis 5 Jahre. Ja, Freunde, habt ihr schon mal refurbished gekauft oder habt ihr jetzt Bock, mal das Ganze auszuprobieren, oder jetzt vielleicht doch nicht, weil ihr Angst habt, irgendwie eine Falle reinzutreten? Schreibt es ja gerne in die Kommentare rein. Ansonsten sehen wir uns in dieser tollen Playliste hier. Macht's gut und tschüsschen.